Und damit ja, willkommen zurück zum LS17. Ja, wir sind immer noch dabei, jetzt die zwei Felder fertig zu bestellen, wenn der mich hier weglässt. Der mit dem scheiß KI-Auto da. Ey, hau doch mal ab da. Und ja, der Gerd sagt, wir haben einen Traktor zu wenig. Den werde ich mich gleich mal annehmen. Werden wir wohl noch einen kaufen. So, ich fahr weiter mit diesem hässlichen Drecksbiss hier in der Gegend rum. Schatz, wenn du aus der Küche kommst, machst du mit dem Wohnzimmer Licht an, es ist etwas duster. Danke. Mario fürchtet dich im Dunkeln. Ja. Und der Gerd sagte, uns fehlt ein Traktor. Das fällt schon mal um. Ich guck mal gerade, wir müssen und können uns noch mal ein bisschen Geld leihen. Ja, oder so eine große Egge. Pflügen und Saat direkt gleichzeitig. Pflügen. Weiß ja nicht, was das Ding kostet. Pflügen und Saat gleichzeitig? Ja, hier dieses Grubbern und... Also so ein direkt als Maschine. So, mal gucken. Als Anhänger wieder. Das Ding, womit Lumpi rumfährt. Könnte man nehmen, ja. Oh, mir geht's ja runter. Wow! Das ist Lumpi. Schaffst du es? Boah, schmeißt du mir den Baum entgegen. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich die finde. Das sind Kipper, Überlandwagen. Wo liegt denn das Zeug aus dem Feld? Flüge, Gruber. Ja, hier, 52.000, danke. Die könnten wir uns auch gerade leisten. Die grubbert und sät. Mhm. Soll ich kaufen? Wollte ich sagen, oder? Weil da können wir zwei Felder gleichzeitig machen. Boah, Hilfe. Ja. Ich hole jetzt mal das Zeug hier von der Straße weg. Weil ich denke mal, wenn wir was eh expandieren, dann werden wir sowieso nicht drum rumkommen. Wow, leck. Ist gekauft. Mit Traktor, ja? Hä? Mit Traktor, ja? Ne, ohne Traktor. Für den Traktor müssen wir erst wieder Geld verdienen. Alter, was ist das hier für ein Scheiß? Was denn? Hast du denn jetzt gekauft? Noch eine Saat- und Grubbermaschine. Ach so. Ja, blöd, wir haben keinen Traktor dazu. Ja, aber ich kann ja den Hänger jetzt schon mal wieder auf dem Hof abstellen und dann können wir den Trecker, den wir hier benutzen im Moment, könnten wir ja theoretisch... Wobei, wo ist denn der Gerd? Der Gerd ist da. Was macht der, neben dir. Macht der Gerd denn da? PR-Rennen. Ganz ehrlich, Feld 26 ist ein Kackfeld. Ja, guck mal, Gerd, fährst du den beim Händler die Saatmaschine holen? Super, weil dann kann ich hier nämlich jetzt nochmal dungen. Ein Dunk verteilen? Ja. Ja, stinkt doch. Ist doch egal. Acker setzt. Aber der Lumpi hupt gar nicht zurück. Was? Och Mann. Ja, genau. Ey, was? Ich dachte, der Lumpi hupt gar nicht zurück. Jetzt lass den doch mal los, wenn ich drücke, ey, mein Gott. Aua, aua, aua. Oh, ups. Mein Gott, ey. Kriegst du den da jetzt auch nochmal irgendwie raus? Der liegt da echt scheiße. Jetzt bremst. Jetzt aber. Alter.
Liegen auch überall solche Ministückchen rum, die du erst gar nicht siehst. Ja. Ne, Spanngurt dran. Ohne Spanngurt fahre ich keinen Meter. Nicht? Ne. Okay. Da brauche ich nur mal einmal ganz kurz B antippen und schon segelt mir alles vom Pickup runter. Stimmt wohl, ja. So, ah, können wir noch einen Gang runterschalten. Ach, doch, geht. Nee, hier ist nichts mehr. So. So, ich hole jetzt mal zumindest die Bäume von den... Ja, komm, wirf mir das Ding entgegen. Da kann ich noch irgendeinen Baum auf der Straße... Oh, hoppala. Ja, genau, hier vorne. Hier ist ja, naja, das bisschen können wir hier stehen lassen. Ja, so, Feld 40. Wow! Das macht Laune, wa? Mein Gott, ey, hier liegt ja alles kreuz und quer. Mit einem Dräger. Ja. So, Feld 40 muss gedüngt werden. Stimmt's, Gerd? Mit dem hier nicht. Und gegrobert und gesät muss es auch werden. Ja. Ne, der driftet nicht. Mal gucken, ob der kleine Scheißer hier den Berg hochkommt. Alle hopp! Shit. Nein, nicht. Autsch. Was machen die Bäume hier? Ach so. Der Nick fährt. Folge 3. Nick fährt immer noch Holz. Ja. Folge 4. Abwechslungsreich bei Nick. Er fährt immer noch Holz. Lumpi, schön geparkt. Nee, da kommst du nicht rum. Ja, super, so, ey. Ist so aber typisch auch wieder geht hier so LS17-Mechanik, wa? Logik hier. Wie in GTA. Ja, du hängst jedem, im GS. Jedem das, was er verdient. Und die kleinen Bäume hier kann ich. Warte mal, doch, kann ich sägen, warte. So. Jetzt muss ich den Lumpi hier freischneiden, weißt du? So, versuch mal. Ja, bitteschön. Yeah. Ach, nimm das doch nicht wieder mit runter, wenn ich es doch schon loslasse. Ach, ey, nein. Erst Saat aufnehmen? Ja. Warum? Ist das eine spackige Sache hier? Schon nicht so, ich lasse los. Und jetzt rollt's runter. Ja, nee, ist klar. Moment. Ja, warte.
Was ist das denn jetzt? Was hast du denn da für Maschinchen? Wer? Ein Anhänger. Das war aber gar keine Saat dran, ne? Nö, stimmt. Nick hat, Mario hat das falsche gekauft. Ach, scheiße! Stimmt, sehe ich auch gerade. Bring zurück und verkauf. Ja, bring zurück zum Händler und verkauf. Entschuldigung! Nix kann ihr, Chef. Nix. Ja, sag ich ja auch schon die ganze Zeit. Möchte gern Chefs hier. So, da geht noch was drauf. Da muss noch was drauf gehen. Ja, voll. Eindeutig. Das sieht so komisch aus. Was sieht komisch aus, wie du beladen bist, oder? Ja. Mein Knie. Fuck mein Mensch. Bitte was? Ja, genau. Keine Ahnung. Ja, also wir müssen jetzt erstmal klarkommen mit dem, was wir haben. Wir können keinen Kredit mehr aufnehmen. Ich finde, wir haben viel zu große Maschinen. Das sind bestimmte Felder. Ich finde das ganz gut, dass wir relativ große Maschinen haben, da wir nicht an jedem Feld eine Stunde sitzen für alles. Huch! Wollte gerade sagen, wolltest du auch grubbern und säen vielleicht? Ja, aber du kommst hier mit kleineren Maschinen besser klar. Aber du kannst hier ja nicht überall die Bäume fällen, nur weil der Platz braucht. Doch! Sieht dann auch kacke aus. Ja, ach so, das stellst du jetzt fest, nachdem du mich komplett in das Feld gescheucht hast. Ja, Azubi-Arbeit, Hilfsarbeiten. Ja, verstehe. Vom Möchtegern-Chef. Jetzt, Grobata. Was ist denn hier los? Was denn? Mal Stau oder was? Autobahn gesperrt? Ah, Gerd, du kannst nicht verkaufen. Wo kommt die KI her? Kann das sein? Gerd kann nicht verkaufen, nein. Nee, Gerd steht auch nicht beim Verkaufen, sondern beim Kaufen. Geh weg, Gerd. Ach, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich verstehe nicht, warum der am Sägewerk immer so extrem dazu neigt, sich hinzulegen. Pick up müde, pick up schlafen. Ja, ich glaub's auch, ey. Nach so einer langen Tour? Naja. Ja, extrem lang, die 2 Minuten bis zum Sägewerk. Und konfigurieren kann ich die nämlich auch nicht, also wird sie verkauft. Verkauft. Was kannst du nicht konfigurieren? Ich hab gedacht, vielleicht könnte man an die noch ein grober Ding dranhängen, aber können wir nicht. Nee. Noch ein Saatding dranhängen, aber das ging leider nicht. Was hast denn du gekauft? Ich habe nur was zum Grobern gekauft, aber das Ding konnte nicht säen. Ach so. Das Ding konnte nicht säen. Ja gut, das ist natürlich toll. Ja, das Grobern und säen kann, ist... Das 52.000 ist bei den Sämaschinen drin. Genau, eigentlich müsste es bei den Sämaschinen sein. Ja. Ist er auch. Ist er auch. Boah, da haben wir aber Glück, dass wir uns den gerade noch leisten können. Er müsste jetzt hier irgendwo stehen. Da hinten. Hast du den Rapid A600S gekauft, oder was? Ja, der steht doch da hinten.
So. Wobei, bis du da bist, hat Lumbini wahrscheinlich schon fertig. Ja, ja. Und bis Mario da ist, ist die Folge auch eigentlich schon zu Ende. Ja, bitteschön, Gerd. Wink mit dem Zaunpfahl. Was denn? Ja, bis du da bist, ist die Folge eigentlich schon zu Ende. Ja. Good boy. Bin ja dafür für eine andere Karte, ey. Echt? Findest du Lostberg nicht so schön? Ey, nee, das ist mir jetzt zu viel. Wie gesagt, die ist gemacht für kleine Maschinen. Für große Maschinen ist die Karte einfach nicht gedacht. Ja, oder für Leute, die halt mit großen Maschinen noch umgehen können. Bräuchte mal Hilfe. Alter, mein Freund, Azubi. Gerd, steig mal aus dem Traktor aus, damit ich mich zu dir tappen kann. Nein! Nein! Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Bin am Schild hängen geblieben, dann sprang das Ding auf einmal wild umher und dann lag es auf der Seite. Was? Ja! Okay. Ja, Physik gut. Ja, kannst du versuchen, das Ding abzuhängen? Moment. Fotoknips. Gerd, geh mal nach rechts. Weiter, 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 weiter. Ja, weiter geradeaus. Lauf, lauf. Lauf. Nee, andere Richtung. Lauf. Weiter, 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 weiter. Danke. Ja, Gerd, muss ich zurücksetzen, ne? Ja. Ich hätte jetzt das kleine Ding da geholt. Ist der rote Traktor? Ne, ist nicht der rote, ist der blaue, ne? Der blaue. Jetzt hätte ich fast Lumpis zurückgesetzt. Kannst du die Saatmaschine auch direkt zurücksetzen? Wow, leck. Du hast da was vergessen. Was habt ihr? Was macht ihr da? Müsst ihr euch die Folge angucken, dann seht ihr's. ist das geil. Hat ja gut funktioniert. Oh Mann, ey. Ja, die Dinger kann ich auch zurücksetzen. Oh, scheiße. Ja, dann setz zurück, mach Abmod und gut ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ey, wie sieht's denn mal aus hier mit Beenden? Nö. Ja. Mario, da fehlt noch was. Noch was? Guck mal ins Gebüsch. Oh! Nun ist aber gut hier. Ist weg? Nee, sind nicht weg. Ich habe die Palettengabel zurückgesetzt, das wollte ich doch gar nicht. Den da kann ich. Den zurücksetzen. Allo. So. Jetzt alles? Straße frei. Kannst du den Stau auch zurücksetzen? Nee. Aber wir können mal hier auf die andere Straßenseite gehen, vielleicht löst er sich dann. Nee, irgendwie nicht. Ich glaube auch nicht. Weißt du warum? Guck mal hier, der Pickup hier. Ach ja, die stehen so ein bisschen ineinander, ne? Ja, dann würde ich sagen, mit diesem Stauende endet auch die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Deshalb kamen mir da so viele Autos. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.